Augen auf News. Warum wird alles zu einer Waffe gemacht? Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch Blog. Egal welche Entdeckung oder Technologie auftaucht, sie wird über kurz oder lang zu einer Waffe umgewandelt und gegen die Menschheit eingesetzt. Wie krank ist das denn? Egal ob es sich um Chemiestoffe, Bakterien, Viren, Impfung, Strahlung, Schallwellen oder Kernspaltung handelt, oder technische Geräte wie Schiffe, Flugzeuge, Fahrzeuge, Computer, Roboter, ja sogar das Wetter und die Erde selber. Alles wird zu einer Waffe umfunktioniert. Erinnert ihr euch noch an den Film Alien vom Regisseur Ridley Scott? Was war die eigentliche Geschichte des Films? Der wissenschaftliche Offizier Ash, der ein Bioroboter war, hatte den Auftrag vom militärisch-industriellen Komplex, das unbesiegbare außerirdische Monster zu schützen und zur Erde zu bringen, damit man eine Waffe daraus machen kann. Dabei war es egal, ob das Alienwesen die ganze Raumschiffbesatzung als Brutobjekt verwendet und tötet. Eine satanische Kaltschnäuzigkeit, die wir in allen Bereichen schon seit langem erleben. Aus der Entdeckung der Kernspaltung hat man auch als erstes die Atombombe entwickelt und auf Menschen abgeworfen. Dabei 500.000 mit einem Blitz ermordet, bevor man diese Technologie für die Stromproduktion einsetzte. Der Abwurf von 2 Atombomben hatte nicht den Zweck, den Krieg mit Japan zu beenden, sondern war eine Machtdemonstration gegenüber der ganzen Welt. Schaut her, wir können den ganzen Planeten ausradieren. Ist das nicht geil? Wer sind diese geisteskranken Psychopathen, die nur eines im Sinn haben, aus jedem Ding eine Waffe zu bauen, die noch tödlicher und noch schrecklicher ist als alles andere vorher? Es sind die, welche uns ständig einen künstlichen Feind vorsetzen, den sie selber erschaffen. Da es keine wirklichen Feinde gibt, die uns bedrohen, müssen sie diese erfinden und damit ihre Bewaffnung begründen. Mit Propaganda versetzen sie uns in Angst und Schrecken, damit wir glauben, die Waffen und die Aufrüstung sind notwendig. Der einzige Präsident, der aus Technologie etwas Sinnvolles machte, da sehr viele nützliche Nebenprodukte daraus entstanden, war John F. Kennedy mit seinem Apollo-Mondprogramm. Nur wir wissen, was sie mit ihm gemacht haben. Am helllichten Tag mit 3 Scharfschützen den Kopf weggeblasen. Das war ein Putsch durch das Böse und seitdem ist jeder Präsident ihre Marionette. Krieg ist das größte und lukrativste Geschäft und die Spielwiese für die Psychopathen. Damit können sich die wirklichen Feinde der Menschheit austoben und ihrem Okkult frönen, rituelle Opfer darbieten und Satan dienen. Wie ich in meinem Artikel »Nie wieder muss auch nie wieder heißen« aufgezeigt habe, die Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten ist seit dem Zweiten Weltkrieg für den Tod von 20 bis 30 Millionen Menschen in der ganzen Welt verantwortlich. Warum ist das Pentagon ein Pentagramm? Spätestens seit Levi Dogme ist das umgekehrte Pentagramm das Zeichen für den Okkultismus und Satanismus. Das Verteidigungsministerium der USA ist doch in Wirklichkeit das Kriegsministerium, welches auf der ganzen Welt Kriege führt und Millionen von Menschen dabei tötet. Die Aufgabe dieser Organisation, zusammen mit ihren Ablegern NATO, ist, den Planeten zu erobern und zu unterdrücken. Jeder mit Augen muss doch erkennen, es ist alles auf den Kopf gestellt, alles pervertiert und andersrum, als es den Anschein hat. Schon Orwell prägte den Begriff Krieg ist Frieden. Die NATO ist doch kein Verteidigungsbündnis, sondern ein aggressives Kriegs- und Eroberungswerkzeug. Wie ich schon mal geschrieben habe, den Friedensnobelpreis bekommen ausgerechnet die Leute, welche am meisten die Produkte vom Dynamit Nobel verwenden. So wie Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger, der 2.756.941 Tonnen Bomben auf Kambodscha herunterregnen ließ, doppelt so viele Bomben wie über Japan während des gesamten Zweiten Weltkrieges. Seine Heiligkeit Barack Obama hat ihn sogar im Voraus bekommen, damit er den Freibrief hat, noch mehr Kriege zu machen als sein Vorgänger. Satan ist die Lüge in Engelsgestalt und alle Kriege werden mit Lügen begründet. Der Vietnamkrieg basierte auf einer Lüge, genau wie der Krieg gegen den Irak oder der gegen Afghanistan oder gegen Libyen und die jetzt angedroht werden gegen Syrien und den Iran auch. Der Krieg gegen den Terror ist auch eine Lüge, denn die Terroristen sind sie selber, genau wie der Krieg gegen Drogen, denn sie sind die größten Drogenhändler. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungsfakt. Sie schicken unsere Söhne und Töchter in Kriege, damit wir andere Söhne und Töchter töten. Mit Propaganda der Medien bauen sie uns Feindbilder auf, damit wir glauben, wir sind bedroht und müssen deshalb in fernen Ländern Kriege führen.
Kein einziges westliches Land ist angegriffen worden, welches eine Verteidigung rechtfertigen würde. Sind die Vereinigten Staaten von Korea oder Vietnam angegriffen worden? Oder von Afghanistan? Oder den Irak oder Libyen? Wen bedroht Syrien? Das Märchen über eine Bedrohung aus dem Iran ist auch frei erfunden. Eine kleine, selbsternannte Machtelite dieser Welt bestimmt, wer ein Feind ist, und der wird mit allen Mitteln bekämpft. Das Einzige, was diese Feinde falsch machen, ist, sie stehen der totalen Dominanz und Kontrolle des Westens im Wege, gehorchen nicht den Befehlen Washingtons. Dabei werden die Kriege gleichzeitig als Testfall für die neuen Waffen verwendet. So zum Beispiel die Uranmunition, die sogar zweimal tötet. Erstens bei der Anwendung zur Zerstörung und zweitens mit der langsam radioaktiven Verseuchung der Bevölkerung. Geht's noch krimineller? Das ist Völkermord. Aber wir sind selber schuld, ja wir, weil wir diesen Irrsinn zulassen und dabei aktiv mitmachen. Wir sind doch die 99% und sie nur die 1%. Wir haben die Macht, sie zu stürzen und ihren verrückten Treiben ein Ende zu setzen. Wer sind denn die Wissenschaftler, die bereitwillig ihre Entdeckung in Waffen verwandeln? Wer sind denn die Soldaten, die freiwillig in die Kriege ziehen? Wer bedient denn die Waffen, die Zerstörung, Elend und Tod verursachen? Wer sind denn die Sicherheitsorgane, welche die Verbrecher schützen und die Opposition niedermachen? Wir doch! Die Elite sitzt nur zurückgelehnt da und guckt zu, wie wir die Drecksarbeit für sie erledigen. Selber machen sie sich nicht die Hände schmutzig. Ohne der Masse an Mitläufer und Mitmacher könnten sie gar nichts. Warum sind wir so eine willenlose Schafherde, die nur durch einen Schäfer und einen kläffenden Hund zusammengehalten und in die gewünschte Richtung gelenkt werden können? Wohlwissend, wir werden regelmäßig geschoren und am Schluss gemetzelt. Wir lassen alles mit uns machen. Der Polizeistaat wird eingeführt mit der lächerlichen Begründung, es ist nur zu unserem Schutz und wir erdulden die Schikanen. Unsere Kaufkraft und unsere Ersparnisse werden uns gestohlen, aber wir akzeptieren das auch. Die Bankster verzocken in ihren Spielkasinos, genannt Finanzsystem, unser ganzes Geld. Und wir sind bereit, die Schulden dafür zu übernehmen. Sie drehen die Steuerschraube ständig hoch, aber wir zahlen gerne mehr. Unser Essen, Wasser und Luft wird vergiftet, aber wir nehmen das ohne zu murren in uns auf. Wir wehren uns auch nicht gegen die Behandlung mit Pharmaprodukten und sind willig ihre Dauerpatienten. Sie zerstören ganze Länder und wir schauen zu, wie unsere Brüder und Schwestern zugrunde gehen. Wir glauben immer wieder aufs Neue ihren Lügen, obwohl wir schon so oft verarscht wurden. Es gibt mittlerweile Schall- und Infrarotkanonen, die gegen Menschengruppen eingesetzt werden. Renitente Bürger werden mit Elektroschockpistolen, die 50.000 Volt abgeben, ausgeschaltet. Körperscanner gehen mit ihren Strahlen bis ins Intimste und zeigen die volle Nacktheit. Mit DNA-Analysen und den Datenbanken. Dazu ist jeder Mensch identifizier- und auffindbar. Unsere elektronische Kommunikation und Bewegung im Internet wird aufgezeichnet. Kurz gesagt, sie führen einen Krieg gegen uns und benutzen alles als Waffe. Aber wir sitzen nur da, gucken in die Glotze, meinen, es ist doch nicht so schlimm. Und wenn man es ignoriert, wird alles an einen vorbeigehen. Ja, es gibt genug Leute, die diese Sklavenhaltung gut finden und verteidigen. Sie sind gerne Sklaven, wie Aldous Huxley es in Schöne neue Welt beschrieben hat. Das Wasser zwischen der Realität und die manipulierte öffentliche Wahrnehmung darüber wird immer tiefer und breiter. Vielleicht gibt es zu viele Angst, zum anderen Ufer zu schwimmen. Denn man müsste dann seine Komfortzone zurücklassen. Je länger man aber wartet, je reißender wird der Strom. Je mehr Zeit man ihnen gibt, je mehr werden sie alle Technologien gegen uns als Waffe einsetzen. Wir sind jetzt schon mit der Digitalisierung und Biometrie, mit Computer, Internet, Datensammlung, Verschippung, Bankkarten und Kameraüberwachung total kontrolliert und gläsern. Was ist erst, wenn sie alle technischen Möglichkeiten umgesetzt haben? Wenn über uns ständig Drohnen mit einem allsehenden Auge fliegen und bewaffnete Roboter für Sicherheit sorgen. Wenn wir alle verdächtigt sind und keine Privatsphäre mehr haben. Wenn sie uns einfach digital ausschalten können. Dann ist es zu spät, sich zu wehren. Dann haben die teuflischen Macher von Skynet gewonnen.